I'd be glad to. So, das heißt, wir können jetzt wieder hier raus. Ich hab's leider nicht gewusst, sonst hätten wir uns den Umweg jetzt sparen können, aber erstens die Katze und zweitens haben wir einen neuen Lehrer entdeckt. Finde ich interessant, dass sie da Lehrer eingebaut haben dieses Mal. Also ja, sie haben in Tyrion die Lehrer eingebaut, so wie man sie aus Skyrim oder ähnlichen Spielen kennt. Aber die Art von Lehrer ist jetzt doch ein bisschen neuer. Ja, da spricht ein Krieger, den wir nicht sehen, weil er am Kartenrand ist. Ach, da unten ist die Messing-Zitadelle, also die heilige Treppe zur Messing-Zitadelle. Nein, nicht hier rum. Wir gehen jetzt hier einmal im hohen Bogen rum. Sind ja nur... paar Gebäude zum Abklappern. Und ich nehme auch nicht an, dass wir jetzt in vielen Gebäuden viele Leute treffen werden, die was zu sagen haben. Hunter or prey? Gucken wir erstmal du. Do you seek companionship on your travels across the Deadfire? Why not take a little friend along? Hast du vielleicht Interesse an einer Begleitung bei deinen Reisen kreuz und quer durch das Todesfeuer? Willst du nicht einen kleinen Freund mitnehmen? We have many animals on offer, all well trained and eager for a new home. Wir haben viele Tiere im Angebot. Sie sind alle gut dazu, begierig auf ein neues Zuhause zu finden. Lass mal sehen. Akira, you are sure to find one that suits you. Akira, ich bin sicher, du findest ein Tier, das zu dir passt. Sehr viele Katzen und Hunde und ein paar Schweine. Vorwärts kommen. Vorwärts kommen, Wahrnehmung, Intelligenz, Loki. Otto Starkatz. Auf alle Kraftstufen mit Schlüsselwort Feuer, Atlas. Nee, also den können wir dann schon mal auch. Schlangenkrone Norden bei den Händlern. Händler. Nekataka. Schlangenkrone Norden. Tierhändler. So. Dass wir wissen, dass da die Tierhändlerin ist. Was mit dir? Eine Frau mit einer Haut wie gehärtetes Segeltuch richtet sich auf und starrt in die Ferne. Ihre Lippen sind fest zusammengepresst, sie wirkt äußerst nachdenklich. Du bewegst dich durch ihr Blick, fällt sie blinzelt und richtet sich noch weiter auf. So, it will be you, then. Dann wird es also dich treffen. Ihre Hand bewegt sich in Richtung der Schwertscheide an ihrer Seite, doch ihr Blick haftet weiter auf dir. Was? Ich glaube, du verwechselst mich. Eigentlich bin ich nicht deshalb gekommen, aber nun denn? Ja, das stimmt. Ich glaube, du verwechselst mich. I owe you an apology. I have collected many foes over the years. Some of them would sprint up the mountain to see me push through the jaws of the great eel. Da muss ich mich bei dir entschuldigen. Ich habe mir im Laufe der Jahre viele Feinde gemacht. Einige von ihnen würden um die ganze Welt segeln, nur um mitzuerleben, wie ich in das Maul des großen Aals geworfen werde. Sie atmet tief aus und legt die Hand zurück in den Schoß. Wer bist du? Bei mir ist es normalerweise die Grube oder eine ingvitanische Maschine statt des Aals. Du siehst so aus, als ob du auf dich aufpassen könntest. Nehmen wir mal das mittlere. Akira? I am certain it took hard work to earn such accomplished and capable foes. Akira, ich bin sicher, es hat harte Arbeit gekostet, sich solche erfahrenen und fähigen Feinde zu verdienen. Sie verschreckt die Arbeit und lächelt dich an. As Nungata Whale Splitter, I cleared the jungles and seas alike of slippery creatures. I earned my foes later, when I hunted a deadlier prey. Ich habe als Nanguta
die Wahlspalterin Dschungel und Meere gleichermaßen von schlüpfrigen Kreaturen gefreut. Beide Feinde habe ich mir später verdient, als ich damit begonnen habe, tödlichere Ziele zu jagen. Sie zwinkert. Piraten? I was a bounty hunter. Kira, oft war ich eine Kopfkickerin. Sie lächelt sie sich hinein. You're an Ungata, eh? I heard you'd gone all dry up in Driftwood. The sea word weren't far from the mark. Du bist nun Ungata, wie? Ich habe gehört, du hättest dich inzwischen in ein trockenes Streibholz verwandelt. Und wie ich sehe, trifft das den Nagel auch fast auf den Kopf. Spoken like a man who has never heard a Driftwood club crack in enemy's skull. Das kann nur jemand sagen, der noch nie das Krachen gehört hat, wenn eine Keule aus Treibholz den Kopf eines Feindes trifft. Mit hochgezogenen Augenbrauen betrachtet Ungata Seraphim, bevor sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf dich richtet. It's been years since I tossed a harpoon. So now I stay abreast of what bounties need filling. That's Mataru retirement for you. Das ist schon Jahre her, seit ich zuletzt eine Harpune geworfen habe. Jetzt kümmere ich mich um offene Kopfgelder. So sieht Matarus Ruhestand aus, nur damit du es weißt. Du scheinst zu glauben, dass alle hinter dir her sind. Occupational hazard, I say. Das ist einfach ein Berufsrisiko, vermute ich. Hunters do not play well with others. Jäger sind keine guten Teamarbeiter. Sie räuspert sich in ihre Faust und wendet den Blick ab. Vermisst du sie jemals, die Jagd? Traveling across the archipelago, answering to no one but my empty belly and purse. Was ich vermisse, ist das Reisen über die gesamte Inselgruppe und niemand anderem verantwortlich zu sein als meinem leeren Magen und meinem Geldbeutel. Grinsend blickt sie auf die Stadt, dann seufzt sie. But this is a younger woman's game. Better that I step aside and make way for aspiring killers, Akara? Aber das ist nur etwas für jüngere Frauen. Da ist es besser, ich trete zurück und mache den Weg frei für die aufstrebenden Mörder und Mörderinnen, Akara? Welche Kopfgeld hast du zu vergeben? Interested in taking up the trade, are we? Du bist also daran interessiert, Handel zu treiben. Nun, Gata streicht sie mit dem Daumen über das Kinn und lächelt, während sich das Gesagte noch einmal durch den Kopf gehen lässt. I warn you that I deal in the heads of the exceptionally dangerous. A lady needs standards after all. Ich muss dich warnen. Ich handle mit den Köpfen äußerst gefährlicher Leute. Eine Lady hat schließlich einen Ruf zu wahren. Sie hebt die Augenbraue, forscht nach Anzeichen des Zögers. Ich nehme an, das bedeutet, dass sie außerordentlich preisgünstig sind. In diesem Fall freue ich mich schon darauf, endlich anzufangen. Ich kann schon auf mich selbst aufpassen. Verrate mir mehr. Nehmen wir das erste. Da vermutest du richtig, Jäger. Let's cut your teeth on clever Bena, infamous dwarf mystic of the obscured. A scavenger, I say. Picks off those who trust her for an evening. And then pockets their coin when she's bled them out. Lass uns doch mal über Bena reden, die berüchtigte rätselhafte Zwerge des Verschleierten. Sie ist ein Aasgeier, behaupte ich. Sie greift sich Leute, die dumm genug sind, ihr einen Abend lang zu vertrauen, und da raubt sie aus, nachdem sie hat ausbluten lassen. Bena was seen traveling on an island due southwest of Asongo. Bena hat man zuletzt auf einer Insel im Südwesten von Asongo gesehen. Bevor ich aufbreche, habe ich noch einige Fragen. Frag nur, Jäger. Nun, Gata dreht die Hand mit der Handfläche nach oben und beugt sich vor. Ich bin immer auf der Jagd nach Banea. You are a busy man, Akira. I understand this. Du bist ein vielbeschäftigter Mann, Akira. Das verstehe ich. Sie berührt deine Schulter. Wenn du einen Kopf aufzuliefern hast, wirst du schon wissen, wohin du ihn bringen sollst, behaupte ich mal. Dann leb wohl. Certainly. Ja. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie groß die Anwesen hier sind. Ob ich jetzt noch mich in eins reinwagen soll. Das ist eh abgesperrt. Gut. Ist das nächste auch abgesperrt? Nein. Wir können es nur nicht so anklicken, weil wir erst mit der Tab-Taste die Tür auswählbar machen können.
Oh, das ist klein und überschaubar. At last. Akira, I have waited a second lifetime. Oh, Palmenlatten und Azata-Muscheln. Verschiedene und fertige Briefe liegen auf dem Schreibtisch verstreut. Du siehst Fragmente einer langatmigen Entschuldigung, die größtenteils von verschütteter Tinte verdeckt wird. Ja, hallo, wer bist du? There you are. Da bist du ja. Der Geist neigt den Kopf und betrachtet dich. Nach einem kurzen Augenblick streckt sie die Hand nach dir aus. Ja, ich bin es wirklich. Deine Hand ausstrecken, beide deine Hände bei dir, Geist. Hand ausstrecken. Deine Hand gleitet durch ihre hindurch. Sie gibt ein leises Seufzen laut von sich und zieht ihre Hand zurück. I did not expect to wait so long for Rikuhu's messenger. Or have you come as Barret's usher? The foreigners twist even our gods. Ich habe nicht damit gerechnet, so lange auf Rikuhus Nachrichten warten zu müssen. Oder bist du hier als Barret's Pförtner? Die Fremden machen nicht einmal vor unseren Göttern Halt. You are small, but not as wrinkled as I expected. Du bist klein, aber nicht ganz so verrunzelt, wie ich das erwartet hatte. Ich bin kein Pförtner, ich bin ein Wächter. Ich ernähre mich gesund. Akira, I have not met one before. Nor will I again, I think. Akira, bisher bin ich noch keinem begegnet und ich werde auch in Zukunft keinem weiteren begegnen, vermute ich mal. But you are here to take me away, are you not? Well, I refuse to go. Never will I move from this place until justice is done. Aber du bist doch hier, um mich mitzunehmen, oder etwa nicht? Und ich weigere mich zu gehen. Ich werde mich nicht von diesem Ort rühren, bis der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Sie stampft mit dem Fuß auf, doch lautlos. I follow Magrin's way. Yet sickness took me before my time. I died alone and without honors. It must be put right. My body cannot be left here to rot, forgotten. I feel it there like an itch. Ich folge Magrans Pfad, aber die Krankheit hat mir vor meiner Zeit das Leben genommen. Ich bin allein und ohne Ehre gestorben. Das muss wieder in Ordnung gebracht werden. Meine Leiche darf nicht einmal hier liegen bleiben und verrotten. Von allem vergessen. Ich spüre es genau dort wie ein Jucken. Wer bist du gewesen? I have been many things. And in performing my duties, I brought honor to my caste and to my kin. A sea captain. A great explorer, trusted advisor to the Queen herself. Ich war viele Dinge. Ich habe meine Pflicht getan und dadurch meine Kaste und meiner Familie Ehre gebracht. Ein Captain zur See, ein großer Entdecker, vertrauter Berater der Königin höchst selbst. Now, that is before I left the sea for the mountains, to make maps and guide others. Chief Navigator, that is what I made of myself. Jetzt, ich meine, bevor ich das Meer hinter mir gelassen und mich in die Berge begeben habe, um Landkarten zu zeichnen und ein Führer für andere zu sein. Oberster Navigator, dazu habe ich mich aus eigener Kraft hochgearbeitet. Weißt du, wo du hier gelandet bist? I can see nothing in this place of death but distant lights. But I feel I must be close to where I died. I have not taken one step since the darkness came. Ich erkenne nichts an diesem Ort des Todes, nur Lichter in der Ferne, aber ich spüre es, ich muss dem Ort nahe sein, an dem ich gestorben bin. Seit die Dunkelheit kam, habe ich keinen einzigen Schritt getan. Was ist das Letzte, woran du dich erinnerst? The sickness. Days of it. Lying in my own filth as the disease withered me. I passed from wakefulness to sleep with every breath. But I knew it once when it was over. Die Krankheit. Endlose Tage, die ich in meinem eigenen Unrat lag, während die Krankheit mich dahin siechen ließ. Jeder Atemzug brachte mich vom wachen Zustand zum Schlafen, aber ich wusste sofort, als es vorbei war. Ist das der Grund, warum du nicht weitergezogen bist? Ich könnte dir helfen. Of course. Some kind of mistake was made, and now Magrin will put it right. I thank you. Please, search my home. My body cannot be far. Natürlich, man hat einen Fehler gemacht und jetzt wird Magrin die Sache wieder in Ordnung bringen. Ich danke dir. Bitte durchsuche mein Heim. Meine Leiche kann nicht weit von hier sein. Ja, letzte Bitte. Ich habe einen Geist namens Moria in
der anwesenden Schlangenkrone gefunden. Sie wurde zum Sterben alleine zurückgelassen und weigerte sich, in das Rad überzugehen. Mohai meint, dass ihr Körper in der Nähe sein muss, da sie einer Krankheit erlegen war. Sie will, dass ich ihn wieder beschaffe, damit sie bestattet werden kann. Und das Kopfgeld. Benaya, eine Zwergenmystikerin, die jeden betrügt oder tötet, der ihr zu nahe kommt, wurde auf einer Insel südwestlich von Hasango gesehen. Auf sie wurde ein attraktives Kopfgeld ausgelobt. Baina hört sich nach einer an, die immer in Bewegung bleibt, aber sie wurde gesehen, wie sie auf einer Insel südwestlich von Hasango abhängt. Ja, gut. Bevor wir noch weiter hier überziehen... Ups. Mache ich mal LP008. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.